Niemeyer. Er könnte zum zweiten und dritten Mal Meister werden. Sitzt ihm direkt hinter dem Nacken. Der weiße Wagen, das ist der meistführende in den Punkte. 33 auf Platz 2, dann sehe ich die 3, die 45. Nein, das ist nicht die 45. Oh, das wird die 3, aber die 33 sehr langsam. Da hat er direkt Probleme. Also der weiße Wagen mit der Startnummer 9 ist vorne und er könnte Meister werden. Aufgrund der meisten Punkte vielleicht auch noch Bahnmeister. Da kommt er. Wim Peter ist er auf Nebenwegen. Dann kommt die Startnummer 18. Dann die 30, die 3, die 33, 21. Dann die 20, die 78 und die 40, 43 auf dem letzten Position. Ich schalte schnell rüber, denn vorne wird es spannend. Ja, da wordt het zeer spannend, dames en heren, bij de Nijmegenaren. Het is Wim Peters, maar daar zit Cenk Smit uit Nijmegen. Zit daar vlak uit, gaat hem voorbij als ik dat zo bekijk. Ja, start nummer 18. Ja, nummer 9, Wim Peters naar de binnenkant. Wie gaat hier baan en wie gaat hier puntenkampioen worden? Ik heb het idee dat er problemen aan boord zijn bij Harry Peter, bij Harry Eurissen, start nummer 33. Een man die ook eventueel nog kampioen zou kunnen worden. Maar ook natuurlijk nummer 9, Wim Peters, kan problemen krijgen. Hij zit in een enorm gevecht gewikkeld. Daar start nummer 9 en start nummer 18. Ja, Wim Peters blijft aan die binnenzijde aan de leiding. Maar Cenk Smit uit Nijmegen onder start nummer 18. Probeert er buiten bij te komen. Plaats nummer 30. Vierde plaats 33. Nummer 3, 21. Swinkel van Asten. Kortom. Ja, en het is 18. En ik heb het idee dat Wim Peters heeft problemen. Ja, en dat gaat hem zijn kamp. Ja, dat zou hem zijn. Ai, maar Harry Eurissen heeft ook problemen. Jongen, wat een verrassende ontwikkeling. De beide mannen die hier puntenkampioen kunnen worden. Ja, als hij uit is, dan zullen wij moeten rekenen, heren. Kijkt u mee. 18 aan de leiding. 30 op de tweede plaats. 3, 21. Jongen, 33. 78. En nummer 9, daar gaat hij. Kan hij nog puntenkampioen worden? Of is alles voor hem verloren? We weten het niet. We zullen dat snel moeten bekijken zometeen. Want we gaan direct hier naar afloop. Hebben we de huldiging? Dames en heren, ik heb hier boven staan Lau van Sibillen uit Maastricht. Lau, wat is er? Ja, de motor net opgeblazen met oprijden naar de wedstrijd. Dus... Jongen, zit jij ook in de prijzen? Hè? Wim ook in de prijzen uitgevallen. Misschien wordt hij zelfs niet eens meer puntenkampioen. En voor jou natuurlijk ook een kans hebben om baankampioen te worden. Motor opgeblazen van Lau van Sibillen zijn wagen onder start nummer 45, dames en heren. Hij staat hierboven een beetje treurig over zijn snor heen te kijken. Ja, al in de keer niets aan te doen, Lau. De volgende keer beter. Ja, en daar zien we 18, nummer 30, de man uit Dordrecht op de tweede plaats. 18 op de eerste, 30 op de tweede. 3 op de derde, 21 op de vierde. 78, ook met een slecht lopende motor op de vijfde. Harry Eurissen zakt ook helemaal terug, Horst. Ja, en ik moet zeggen, die 18 schijnt wel hier als een eind te varen, meine Damen und Herren. Pech hatte natuurlijk, oh, daar fällt die 33 aus. Der auf Platz 2 gelegen hat in der Punktewertung. Oh, welch ein Pech für diese Meisterschaft. Und die 78 scheidet aus. Oh, an der Spitze die Startnummer 18, dann die 30, dann die 30, die 21. Quasi nur noch 6 Fahrzeuge im Rennen. Oh, welch eine Ausfallquote. Und alles die Spitzenfahrer sind ausgefallen, meine Damen und Herren. Wir sehen die Startnummer 9, wir sehen die Startnummer 78 und die 33 sind aus dem Rennen raus. Jetzt kommt es nur noch auf die beiden drauf an. Können sie es packen? Da kommt die 18 und die 30. 18 vorne, 30 auf Platz 2. Dann auf Platz 3, die Startnummer 3. Dann die 21. Ja, die 20 hat mit dem Rennen nichts mehr zu tun. Für ihn ist der Zug abgefahren hier für den gelben Wagen. Wer wird jetzt noch Bahnmeister und wer wird Punktemeister? Die Jury muss natürlich hier oben kräftig rechnen, denn die Punkte werden ja jetzt noch zusammengezählt. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Da haben wir die Startnummer 18, der liegt momentan punktemäßig auf dem 5. Platz, wenn er das Rennen gewinnt. Da ist natürlich jetzt eine Indexseite von der Jury hier oben. Aber die Startnummer 30, er greift ihn an, er liegt ja noch einen Punkt dahinter, versucht jetzt vorbeizugehen. Startnummer 30 an der Startnummer 18, das gelingt ihm auch. Er ist jetzt auf Platz 1. Reihenfolge also jetzt die 30, die 18, die 3, die 21, Klaus. Ja, Wim Schut, de huidige baankampioen, aan de leiding onder start nummer 30. En zou het hem weer gelukken om baankampioen te worden? Nummer 18, Cenk Smit uit Nijmegen en de problemen. Nummer 3 op de derde, 21, Swinkels uit Astenheusen op de vierde plaats. Maar daar zie ik, ja kijk, inderdaad. Ik heb het idee dat die mannen de motoren voor deze wedstrijd bijzonder hoog opgevoerd hebben. Ai, wat jammer, Cenk Smit uit Nijmegen, ook eruit. En daar zien we als een prins, zien we daar Schut uit Dordrecht.
Die zien wij daar, maar dat hoort er ook bij, dames en heren. De vechtjas schudt uit Dordrecht, de huidige baankampioen. Die is op een straatlengte voorsprong genomen. En dat betekent dat hij hoogwaarschijnlijk, als hij uitrijdt, wederom baankampioen 1984 gaat worden. Wat een wedstrijd. Wat hebben jullie gedaan, Lau? Hebben jullie de motoren allemaal tot aan de nok toe opgevoerd? Ja, de hele week gewerkt, gewerkt, gewerkt. Maar ja, je ziet wel nu, iedereen ligt eruit. Ja, een beetje te veel aan die motoren gedaan. Ja, te hoge verwachtingen. En dan krijg je dit dan. Ja, daarom inderdaad. Zo is het ook, dames en heren. U hoort het hier van Lau, van Sibyllen uit Maastricht. De hele week aan die motoren gewerkt en nog een beetje erbij en nog een beetje erbij. Totdat de wagens eigenlijk op breken staan. En het blijkt wel dat hier een hele hoop motoren zijn opgeblazen. Als de heren doorkomen, we zitten in de laatste ronde. Schut uit Dordrecht, die heeft dat hoogwaarschijnlijk niet gedaan. Die heeft gedacht, nou laat ze maar vuilen en laat ze maar zagen. In ieder geval, ik rijd mooi mijn wedstrijd. En als Schut de laatste twee ronden zo doorrijdt, wordt hij wederom baankampioen. Ja, dankeschön, meine Damen und Herren. Für die deutschen Zuschauer, Sie haben es gehört, die Monteure sind hier oben, zum Beispiel von der Startnummer 9. Die Fahrzeuge wurden so hochgeschraubt, so empfindlich eingestellt, dass sie direkt nach zwei, drei Runden die Maschinen kaputt hatten. Damit der große Ausfall an der Spitze. Gewinner scheint hier die Startnummer 30 zu sein, der jetzt Bahnmeister wird. Er geht in die letzte Runde. Der Kampf auf Platz 2 und 3, das ist noch nicht entschieden. Zwischen der 3 und der 21. Wer wird Zweiter von diesen beiden, meine Damen und Herren? Wird es die 3 oder die 21? Bei der 30, da scheint alles klar zu sein. Er wird Bahnmeister. Jetzt kommt nochmal die 21, legt noch einmal eine Schaufel drauf. Kommt er an der 3 vorbei? Ja, er ist vorbei, aber außen ein langsamer Wagen. Kommt er dort vorbei oder krachen sie zusammen? Nein, er kommt vorbei. 21 auf Platz 2, 3 auf Platz 3. So ist die Reihenfolge. 21 auf Platz 2 und die Startnummer 3 auf Platz 3. Er hat also die 3 richtig auf seinem Dach geschrieben.